Hey, 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 meine lieben Freunde, Crazy Gamer und Crazy Gamerin, ich bin's wieder, der Crazy Memphis, so sieht es aus. Ja, willkommen zurück zu Dark Souls 2, Crown of the Sunken King, yeah. Okay, wir befinden uns noch bei diesem komischen Baum, den man mit der Stachelpeitsche einmal schlagen muss, der dann die Sachen von einem repariert. Sehr nice, sehr zuvorkommend und yeah. Jetzt die Frage, da drüben liegt auch noch ein Item. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Wisst ihr das? Ich weiß es nämlich nicht. I don't know. Naja, okay. Wir haben jetzt hier eigentlich alle Fahrstühle fast oben, oder? I don't know. Den haben wir gemacht gehabt, jawohl. Okay. So, let's do this. Einmal zum Leuchtfeuer jetzt. Zum zweiten ist es, glaube ich, ne? Dürfte das zweite sein, ja. Habe ich einen vergessen? Nö. Perfekt. Perfekt. Hier haben wir das Leuchtfeuer. Jiha! Okay, hier könnte ich noch einen aufrufen, aber... So, ich werde mal kurz nach Majula und wir sehen uns dann gleich hier an diesem Leuchtfeuer wieder, meine lieben Freunde. Also, bis gleich. So, meine lieben Freunde, weiter geht's. Ich habe mir mal eben die Wählstadt-Rüstung ein bisschen aufgetunt und halt auch angezogen. Habe mir nochmal ein bisschen Reparaturpulver geholt. Leider konnte ich mir nicht viel leisten, weil ich auch nicht so viel Kohle hatte, aber egal. Wir machen jetzt weiter im Text. Und zwar, ja. Jetzt ist erstmal wieder die Frage, was ich überhaupt nochmal machen muss, beziehungsweise wo ich hin muss. Aber das werden wir schon checken. Jaha. Hallo, Mister. Yep. Ah, fuck. Good night. Sind wir wieder hier. Okay, hier will ich nicht lang, denn ich will jetzt hier lang, genau. War das hier? Yeah. I think so. Ja, hier geht's lang. Also hoffe ich. Oh, hello, da steht doch einer um die Ecke. Ich sehe die Keule doch hier. Aha. Hello, Mister. Oh, hier ist ein bisschen Kacke zu kämpfen. Lalalala. Also komm mal bitte hierher. Komm. Also so sind die Gegner echt einfach, Alter. Dieses Backstabben geht wunderbar hier mit den Leuten. Bis jetzt jedenfalls. Ah, hier ist ein Fahrstuhl, der nicht aktiviert ist. Nö, aber... Hier ist noch ein Item. Rostige Münzen? No way. Na gut. Wow. Cool, er hat die Gegner für mich platt gemacht. Oh. Pretty nice. Seelenfokus. Ist doch ein neuer Zauber, oder? Wollen wir doch mal schauen. Seelenfokus. Eine alte Zauberei Shulvas, der heiligen Stadt, der heiligen Stadt, feuert einen konzentrierten Seelenstrahl ab. Zaubereien waren in Shulva tabu und konnten sich dort nicht weiterentwickeln. Trotzdem erschuf eine Gruppe namenloser Enthusiasten das ein oder andere Meisterwerk. Okay. Nun denn. Ich habe aber noch irgendwas vergessen, irgendwie, glaube ich, habe ich das Gefühl. Mir fehlen da noch... Obwohl, wir werden sehen. Wo geht denn das Ding hier auf? Ah, okay. Heiligtum des Drachen. Wow. Oh, hier singt jemand. La 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 la. Ah.
Ah, okay, ich weiß jetzt, glaube ich, welche Area kommt. Oh no. Seele eines großen Helden und Drachenamulett. Jawohl, Drachenamulett ist gut. Denn die kann ich hier mal mit als Heil-Items mit einfügen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu einer richtig scheiß Area. Oder was heißt scheiß Area? Also, sie hat es auf jeden Fall in sich. Und ja, yeah, here we go. Komm. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Ah, treff das Ding. Lululululul. Und dich auch. Okay. So. Wer zuerst? Wer will zuerst? No. No. Ich muss hier hin. No. Wow. Ist halt mies, wenn man die alleine bekämpfen muss. Ja. Ich muss mich heilen irgendwie, goddammit. Dankeschön. Oh, fuck you. Da wollte ich gerade meinen schönen Zauber rausholen, aber nein. Okay, jetzt reicht's aber. Backstab for you, Motherfucker. Oh, no, Ausdauer. Oh, lalala. Komm zurück. Ja. Voll Berserker-Style hier, oder was? Au, das ist unfair. Oh mein Gott. Fuck it up. I fucked it up. No. Spring doch auch mal, goddammit. Jetzt gib mir den Backstab, jawohl. Okay. Erste Down. Danke für den Backstab, Motherfucker. So, doppelhändig und Mother, yeah. Und heilen. Oh my God. Ja, die Viecher, die haben es auf jeden Fall in sich, vor allem wenn halt mehrere kommen. Ein Problem ist halt, wenn man ja nicht weiß, wie man die Geistform wieder in menschliche Form oder in fleischliche Form umwandelt. Und ja, Zerstörungsgroßpfeil 50 brauche ich nicht. Wobei, ich habe auch einen Großbogen, aber den benutze ich meistens nicht. Katharina-Helm, ey, der Zwiebelhelm. Der Zwiebelhelm. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin Döner. Denn Döner macht schöner. Einmal ein Seelengefäß gewesen, sehr schön. So gefällt mir das doch. Alter Pflanzenbalsam, okay. Und what do we got here? Titanitscholle, wow, okay. That's nice. Gibt's hier noch Geheimtüren? Das ist ja auch das Ding jetzt hier bei dem DLC. Es soll auf jeden Fall mehrere Geheimtüren geben. Und ja, muss man natürlich jetzt erstmal gucken, wo die sind. Okay, da wäre es unlogisch. Eventuell hier an der Wand nochmal. Tralalala. Mash the A-Button. Mash the A-Button. Okay, hier ist, scheint nichts zu sein. So, jetzt haben wir nämlich, wait a minute, da ist der Weg. Ich will aber erst einen anderen Weg gehen, damit ich nämlich die anderen Geister, ja, befreit habe oder so. Aber nee, das ist doch der Weg. Shit, I don't know. Wobei, nee, dann wäre es natürlich doch gesünder, wenn ich hier erst lang gehe und dann erstmal die Gegner alle platt mache. Und hier ist eine Falle. Trifft natürlich keinen. Wunderbar. Okay. No, 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 no. Das geht so, mein Freund. Oh, auch nicht. Ich werde vergiftet von den Jungs. La 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 la. Nein, oh, ich wollte doch springen. Jetzt aber, komm. Got it. Drachenamulett, sehr schön. Sehr, sehr gut. So, wie viel sind hier noch? Eins, zwei, drei noch. Oh, wow.
Hier wachst du mal an. Ne, sind doch nur zwei. Oder? Ja, doch nur zwei. Oh, what? Zu spät. No. Ihr wisst da was. Oh, er kommt nicht nah genug. No way, das ist ja unfair. Das hat er doch extra gemacht, die dumme Sau. Oh my God. Guckt euch das an, die kommen einfach nicht näher. Das ist ja mies. No. Got it. Okay. Wow. Als hätten die gewusst, was ich machen wollte, ne? So eine Scheiße. Oh, Gift! Als hätte ich nicht schon genug Gift hier. Apropos, habe ich denn... Yep. Dann die mal da rein. Falls es mal wieder schnell gehen muss. Asketenleuchtfeuer, super. Ah, wow, Glück gehabt. And good night. There we go. Hello, Mister. Ey, diese Backstabs, ne? Mal gehen sie, mal nicht. Das ist echt nervig. Na komm, hau. Komm auch du, schlag zu. No! Fuck you! Hier wird sich nicht geheilt. Wenn sie einer heilen darf, dann bin ich das. Goddammit, Menschenbild, sehr schön. Gutti, gutti. Jetzt machen wir nämlich erst noch ihn da oben, bevor er uns noch auf Eier geht. Gut. Okay, nichts wie rein hier. So, hier muss man ein bisschen aufpassen. Denn erstens liegt hier ein Item. Ah, Reparaturpulver, nice. Und zweitens kommt jetzt hier in der nächsten Treppe ein Loch, soviel ich weiß. Genau, da ist es. Und schwupp. Ja, Leute, ihr wisst, ich kenne mich ja schon ein bisschen aus. Das hatte ich euch schon gesagt, deswegen wundert euch nicht. Hier ist ein Schalter. Und ja, meine, das hat man schon gesehen. Hier ist ein Schalter. Alright. Gib mir den Backstab, Alter, aber ratzfatz. Ah, fuck. Nimm ein. Okay. Wobei, jetzt hätte ich gleich ein Drachenamulett nutzen können, ne? Ah, naja. Ich liebe diese Falle. Die ist richtig gut. Hallo, Mister. Good night, Mister. So cool. Seele eines Helden. Und Menschenbild, yeah. Und jetzt finden wir sogar noch ein paar andere schöne Sachen. Blitzstein, Blutungsstein, jeweils dreimal. Das hier ist, glaube ich, das Wichtigere für mich. Und zwar glitzerndes Titanit dreimal und versteinerte Drachenknochen dreimal. Wow, I love it. Und hier ist diese, ja, eine neue Waffe drin, glaube ich. Das ist das mysteriöse Schwert, glaube ich. Ich bin... Mysteriöses Steinschwert, okay. Und zwar... das ist hier ganz oben, dieses.
ein Schwert mit unterteilter Klinge. Beim Schwingen teilt sich die Klinge und teilt einen Peitschentreffer aus. Okay. Oder einen peitschenden Treffer aus. So. Aus seltenem magnetischen Gestein von erstaunlicher Stärke gefertigt, das nur tief in den Höhlen des Lochs vorkommt. Okay. Oh. Wollen wir doch mal auch zeigen. Ich meine, ihr kennt es ja schon. Ihr kennt es schon, nur ich noch nicht. Yeah. Das ist auch eine für Geschicklichkeit based. Ne? Gibt auch schon ein S auf Geschicklichkeit, soviel ich weiß. Und ja. Yeah. Hat ein cooles Moveset. Ob die Waffe so gut ist, weiß ich nicht. Aber das werden wir bestimmt dann noch eventuell rausfinden. So. Nun wieder zurück. Problem ist jetzt, ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe definitiv was vergessen. Ah, fuck. Naja, egal. Nicht darunter. Noch nicht, jedenfalls. Oh my god. Da sind Stacheln. Da ist ein Geist, den sehe ich. No. No. Fuck. Okay. Ich werde jetzt einfach mal einen Suicide Run machen. Infolgedessen, let's do this. Au. Schlag das Ding. Schlag es! My God! No! Lululululululul! Wuhu! Das war knapp. Okay, den machen wir so. Mit Bogen natürlich. Denn wir müssen zuerst die Dings finden. Na, die Hüllen, damit die Geister halt wieder fleischlich werden, sage ich mal. So, damit haben wir die. Obwohl, halt, wait a minute. Werden die da. Ah, nee. Weil sie Geister sind, werden sie nicht verletzt dadurch. Ah, fuck. Egal, wir lassen die nochmal kurz drinne. Die Stacheln. Denn ich denke, wenn wir menschlich werden, kann ich. Also können die halt verletzt werden dadurch, ne? Logischerweise. Oh, what? Oh, Homing, Magic oder was? Problem ist, hier rechts neben ihm steht nämlich gleich noch ein Geist. Deswegen müsste ich jetzt wieder einen Suicide Run machen. Jetzt nehmen wir erstmal hier was zum Heilen ein. So. Okay. So, let's fucking do this. Jetzt holen wir den Geist erstmal hierher, komm. Und lauf. Schlagen hier gegen. Und lauf, Brother, lauf. Wir müssen jetzt nämlich hier den übelsten Suicide Run machen, ne? Ja, here we go. Let's do this. Da, schlag das Ding. No! Oh, ich sehe euch nicht. Das ist unfair. Oh! No! Lauf! Oh my god. Ich glaube, ich habe alle, oder? I think so. Gib mir das Item. Schlüssel des Heiligtums. Ich glaube, der eine läuft mir noch hinterher, oder? I don't know. Ja. Egal, machen wir den jetzt, komm. Ah, fuck. Gib mir den Backstab, jawohl. Wow, was schießt er denn da? Habt ihr das gesehen? Er hat schwarze Magie geschossen. Holy shit. Reparaturpulver, nice. Okay. Jetzt können wir sie alle platt machen, die ganzen Geier. Rah. Motherfucker, yeah. Schlag zu, ja. Yeah. Und Heiligtum Ritterhelm, sehr schön. Huh. Okay, meine lieben Freunde. Dann würde ich jetzt hier erstmal wieder einen kleinen Break einlegen.
Wird auf jeden Fall wieder Zeit. Und ja, wenn euch der Part natürlich ein wenig gefallen hat, dann könnt ihr mir natürlich nochmal einen Daumen hinterlassen, eventuell nochmal einen Kommentar. Schön, dass ihr natürlich wieder am Start gewesen seid. Ihr seid wie immer die Besten. Ich danke euch dafür. Und ja, wenn ihr Bock habt, hören wir uns dann zur nächsten Runde. Dark Souls 2, Crown of the Sunken King. Yeah. Infolgedessen, bis zum nächsten Mal.